Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Marietta Slomka. Guten Abend. Nachdem sich Außen- und Verteidigungspolitiker in den letzten 3 Tagen bei der Sicherheitskonferenz in München die Klinke in die Hand gaben, sitzen heute die EU-Außenminister in Brüssel wieder zusammen. Im Angesicht einer düsteren Weltlage und der nicht ganz neuen Erkenntnis, dass es den Europäern bislang an Schlagkraft fehlt, um darauf gemeinsam zu reagieren. Auf die Agenda hinzugekommen ist der tote Nawalny. In München wurde das weithin als eine gezielte Provokation Putins wahrgenommen, auf die nun in irgendeiner Form auch geantwortet werden soll. Gunnar Krüger berichtet. Hallo, mein Name ist Julia Nawalnaja. Ich bin zum ersten Mal hier und eigentlich sollte ich nicht hier sitzen. So beginnt das Video auf dem YouTube-Kanal ihres in Haft verstorbenen Mannes und so endet es. Ich werde die Sache von Alexei Nawalny fortsetzen und kämpfen um unser Land. Ich rufe euch auf, an meiner Seite zu stehen. Europa macht heute den Versuch. Die Außenminister spenden Beileid, senden eine Botschaft. Russlands Opposition, die Ukraine und die EU stünden in einem Abwehrkampf gegen Putin. Mit der Brutalität, mit der der russische Präsident gegen die Freiheit der Ukraine vorgeht, geht er auch gegen die Freiheit seines eigenen Landes vor. Putin ist ein Mörder. Putin hat einen ermordet, der für Freiheit und Demokratie kämpfte. Die beste, die deutlichste Antwort darauf wäre, wenn wir endlich unsere Arbeit machten und die Ukraine unterstützten. Doch von der Million Schuss schwerer Munition, die die EU den Ukrainern versprach, fehlt noch immer die Hälfte. Spürbar überall, wo sie nur noch den Rückzug sichern können. Es fehlt ihnen schon lange an Munition. Das Verhältnis ist jetzt 6 zu 1. Auf 6 Raketen, die die Russen abfeuern, können die Ukrainer nur mit einer antworten. Mehr zu tun, dazu mahnt, damit nervt auch am Wochenende der deutsche Kanzler andere Europäer. Auch weil Deutschland zugleich seinen Anteil an der gemeinsamen Militärhilfe von 5 Milliarden Euro jährlich kürzen will. 1,2 Milliarden will Deutschland verrechnen mit den hohen Hilfen, die es bereits direkt der Ukraine gibt. Das ist sehr unglücklich. Klar, alle können bilateral helfen, aber für Länder wie Litauen ist das viel schwerer als in einer Gruppe von 27. Wir haben es bisher als 27 geschafft und müssen einig bleiben, um der Ukraine zu helfen, statt jetzt Alleingänge zu machen. Einig ist man übrigens beim Schutz der Schifffahrt im Roten Meer. Eine deutsche Fregatte lief schon aus als Teil einer EU-Mission, die nun auch ein Mandat hat. In Sachen Nawalny bringt das Treffen dieses Ergebnis. EU-Sanktionen für Verstöße gegen Menschenrechte werden umgetauft. Sie werden jetzt Alexei Nawalny Menschenrechtssanktionen heißen. Damit halten wir die Erinnerung an ihn am Leben. Es ist ein Symbol. Es ist heute der Versuch der EU, an der Seite von Julia Nawalnaja zu stehen. Fragen wir dazu noch unseren Korrespondenten in Moskau, Armin Körper. Tja, Julia Nawalnaja als Oppositionsfigur, hat das in Russland irgendeine Chance? Ich denke, das Entscheidende an deiner Frage, Marietta, ist die Formulierung in Russland. Denn Frau Nawalnaja ist ja nicht in Russland. Wenn sie hierher käme, würde sie vermutlich sofort festgenommen. Es hat in der Vergangenheit ja immer mal wieder Versuche gegeben von Oppositionellen aus dem Ausland, die Opposition hier zu unterstützen. Allein geklappt hat das nicht. Ich denke, wenn wir von der russischen Opposition sprechen, dann muss man eingestehen, dass es die als politische Kraft hier eigentlich nicht mehr gibt. Es gibt sie als politische Haltung. Das sind die Menschen, die jetzt mit Blumen auf die Straße gehen, die fordern aber ja politisch gar nichts. Wenn sie es täten, wären sie tot, würden eingesperrt oder hätten das Land bereits verlassen. Julia Nawalnaja hat heute einen symbolischen Schritt gewählt. Vielleicht gelingt es ihr damit, die Europäer zusammenzutreiben gegenüber Russland. Ich denke, das wäre ein Erfolg, den das haben könnte. Sie hat aber im Westen damit mit diesem Schritt Spuren hinterlassen in dieser Richtung. In Russland hat sie das vermutlich in der russischen Politik nicht. Dankeschön. Nach Moskau. Derweil feiert Russland die Einnahme von Avdiivka.
Die ukrainischen Truppen haben sich aus der Stadt im Osten vollständig zurückgezogen. Mangels Munition und Flugabwehr konnten sie dem russischen Bombardement nicht länger standhalten. Die Stadt selbst liegt in Trümmern. So war es auch schon bei der Einnahme von Marinka. Die Kleinstadt liegt ebenfalls in der Oblast Donetsk und fiel im Dezember. Die Russen legten sie dabei in Schutt und Asche. Ausgerechnet im Donbass, wo so viele russischsprachige Ukrainer lebten, die laut russischer Propaganda befreit werden wollten. Ausgerechnet gegenüber den angeblichen Landsleuten agiert die russische Armee besonders gnadenlos und vernichtend. In der Doku Das Ende von Marinka zeigen Arndt Ginzel und Christian Rohde, was Helfer eines Evakuierungsteams dort erlebten. Der Film wird morgen um 20.15 Uhr gezeigt. In der Mediathek ist er schon jetzt abrufbar. Ausschnitte daraus zeigen wir jetzt vorab. Unterwegs, 3 Kilometer westlich der Front bei Marinka, mit einem Evakuierungsteam. Am Steuer der Polizist Wasil Pieper. Es sind viele aus Marinka hierher geflohen. Die Menschen wollen nicht weg, trotz des Kriegs. Und sie haben sich gewöhnt an dieses Leben. Es ist nicht Piepers erster Einsatz. Am Körper trägt er eine Kamera. Die dokumentiert den Krieg seit 2 Jahren. Rückblick. Seit Russland die Ukraine im Februar 2022 überfallen hat, sind Pieper und sein Team fast täglich unterwegs. Die Bewohner ihrer Heimatstadt haben ihnen einen Namen gegeben. Die Weißen Engel von Marinka. Evakuierung, los! Geh rein, ich gebe dir die Tasche. Piepers Kamera zeichnet sie auf. Die Momente der Erleichterung. Sie dauern nur kurz. Wir haben Verwundete und 2 Schwerverletzte. Verdammt, unser Auto ist schon voll. Es ist voll mit Zivilisten. Wir nehmen einen mit. Nehmt 2. Die Soldaten müssen versorgt werden. Es bleibt wenig Zeit. Rustam, fahr schneller, fahr schneller! In dem Moment kam es mir vor, als würden wir stillstehen. Aber Rustam fuhr mit 120, 130 auf einer zerstörten Straße. Im Herbst 2022 beschießen die Russen Marinka mit Phosphorbomben. Ohne Rücksicht auf Zivilisten. Ausharren nur möglich in Kellern, tagelang. Als der intensive Beschuss begann, war es für uns unmöglich rauszugehen. Wir konnten sehen, wie die Häuser brannten. Es sah aus, als würden Sterne vom Himmel fallen. Im Dezember 2023 verlassen die letzten Bewohner Marinka. Die Russen annektieren eine tote Stadt. Auch Wasil Pieper und seine White Angel mussten raus aus Marinka. Sie retten trotzdem weiter Menschen, bergen Tote und dokumentieren die Gräuel im zweiten Kriegsjahr. Gegen die Gleichgültigkeit und gegen das Vergessen. Die Ukrainer warnen, es werden weitere Städte fallen, wenn Amerikaner und Europäer nicht mehr liefern. Bei den Europäern kommt erschwerend hinzu, dass sie ihre Rüstungsproduktion überwiegend als nationale Angelegenheiten betrachten und nicht als gemeinsame Anstrengung. Der eine baut dies, der andere das und manches auch parallel mit unterschiedlichen technischen Systemen. Ob sich das mit der Einrichtung eines EU-Verteidigungskommissars ändern würde, wird von vielen eher bezweifelt. Aber für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist dieser neu zu schaffende Posten eine Art Wahlkampfschlager bei ihrem Werben für eine zweite Amtszeit. Von ihrer Partei wurde sie dafür heute offiziell in Stellung gebracht. Isabel Schäfers berichtet. Dieses Mal ist es keine Überraschung. 2019 war Ursula von der Leyen noch unverhofft ins Amt der Kommissionspräsidentin gerutscht. Ihre Kandidatur für eine zweite Amtszeit sei hingegen wohl überlegt. Ich glaube, man kann sagen, wir haben mehr geschafft, als wir uns je vorstellen konnten. In diesen 5 Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung, wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann.
Ihre Bilanz, dazu gehört auch ihr Einsatz für die Ukraine. 7-mal ist sie in ihrer Amtszeit bisher nach Kiew gereist. Immer wieder betont sie, Europa stehe fest an der Seite der Ukraine. Doch immer wieder hakt es auch in Brüssel. Zugesagte Finanzhilfen wurden lange von Ungarn blockiert. Bei der Munitionsbeschaffung erreicht die EU ihr gestecktes Ziel nicht. Deshalb ist von der Leyens Idee für eine nächste Amtszeit ein EU-Verteidigungskommissar. Ein Verteidigungskommissar hätte die primäre Aufgabe, sich um die Verteidigungsindustrie zu kümmern und wo wir eine größere Interoperabilität für unsere Streitkräfte erreichen können in der Produktion der Waffensysteme, die gebraucht werden. Noch mehr Macht konzentriert in Brüssel, das kommt nicht überall in Europa gut an, auch nicht im deutschen Kanzleramt. Sie wissen, das Thema Verteidigung ist ein ganz, ganz besonderes in der Europäischen Union. Ich nenne da nur den Mandatsvorbehalt des Deutschen Bundestages als ein Beispiel. Und da stellen sich noch viele andere Fragen. Insofern ist das etwas, dem ich zumindest erstmal mit einer gewissen Skepsis begegnen würde. Doch nicht nur der Ukraine-Krieg, auch die Corona-Pandemie haben gezeigt, Krisen können auch vorher Undenkbares möglich machen. So kaufte die EU-Kommission plötzlich für alle EU-Länder gemeinsam Impfstoff ein. Gesundheitspolitik war in Brüssel vorher so gut wie tabu. Aber die Krisen überschatten andere Themen, wie etwa den zunächst groß angekündigten European Green Deal. Mit dem Green Deal versöhnen wir unsere Wirtschaft mit unserem Planeten. Wir erleben aber in den letzten Monaten und Jahren, dass diese Unternehmungen, diese Vorschläge ausgebremst werden, dass gerade aus ihrer eigenen Partei, der EVP, da sehr viel Gegenwind kommt. Und da muss Ursula von der Leyen jetzt klar sein, dass sie diesen Kurs, dass der Green Deal weitergeht, halten wird, auch nach der nächsten Europawahl. Die Erleichterung war groß. Vor 5 Jahren bekam von der Leyen nur eine knappe Mehrheit. Und auch dieses Mal ist ihre Wiederwahl nicht sicher. Auch wenn die EVP sie im März zur Spitzenkandidatin küren dürfte und ihre Partei gute Chancen hat, stärkste Kraft zu werden. Dann müssen immer noch die Staats- und Regierungschefs zustimmen und auch das EU-Parlament. Es sieht so aus, dass das nächste Europäische Parlament noch fragmentierter sein wird, also noch mehr Parteien beinhaltet, noch stärker an den vor allem im rechten Seite des politischen Spektrums sein wird. Demnach wird es wohl schwieriger werden, eine Mehrheit hinter sich zu versammeln. Sicher ist, es warten neue Krisen auf die neue Spitze der EU-Kommission, die vielleicht auch die alte ist. Und die Nachrichten von Hanna Zimmermann beginnen jetzt mit einem Gedenken. Am 4. Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau wurde heute der Opfer gedacht. Innenministerin Faeser rief dabei zum Kampf gegen Rechtsextremismus auf. Die Wegbereiter solcher Gewalt seien in den letzten 4 Jahren lauter und stärker geworden. Angehörige und Freunde der Opfer des Anschlags versammelten sich am Vormittag auf dem Hanauer Hauptfriedhof in stillem Gedenken. Vor 4 Jahren hatte ein Rechtsextremist 9 Menschen aus rassistischen Motiven erschossen und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet. Die Enquete-Kommission des Bundestags hat heute ihren Zwischenbericht zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan vorgestellt und kommt darin zu einem vernichtenden Urteil. Unter anderem ist vom größten, teuersten und opferreichsten Kriseneinsatz der Staatengemeinschaft die Rede, der strategisch gescheitert sei. Konkret bemängelt werden zu wenig Abstimmung zwischen den Ministerien und nicht ausreichende personelle Ressourcen. Im Juni 2021 war die Bundeswehr nach 20 Jahren aus Afghanistan abgezogen. Die Gruppe der Linken im Bundestag hat eine neue Spitze gewählt. Künftig wird sie von den Abgeordneten Heidi Reichineck und Sören Pellmann geführt. Das ist das Ergebnis einer heutigen Abstimmung der 28 Abgeordneten. Reichineck und Pellmann gehören beide dem realpolitischen Lager an. Sie folgen auf den langjährigen Fraktionschef Dietmar Bartsch. Erst im Dezember hatte sich die Linksfraktion aufgelöst, weil Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gegründet hatte. Zum Auftakt der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz hat der Vorsitzende Betzing den Vatikan zu Gesprächen über den weiteren Fortgang des Reformprojekts Synodaler Weg aufgerufen. Bisher sei es dazu nicht gekommen. Die Verantwortung dafür liege klar auf der Seite Roms, sagte Betzing. In einem Brief hatte der Vatikan die Deutsche Bischofskonferenz aufgefordert, geplante Schritte für einen synodalen Ausschuss zu unterlassen. Daraufhin wurde dieser Punkt von der Tagesordnung der Konferenz gestrichen.
Wer in einer freudlosen Ehe feststeckt, mag sehnsuchtsvoll darüber nachdenken, wie viel glücklicher man doch in einer anderen Partnerschaft wäre. Dass die FDP lieber mit der Union liiert wäre, ist jetzt aber auch keine bahnbrechend neue Erkenntnis. Die Frage ist nur, warum hat Ihr Generalsekretär das gerade noch mal öffentlich so betont? Für die häusliche Atmosphäre in der Ampel-Ehe kann das ja nicht so richtig förderlich sein. Die Union wiederum reagiert auf die Avance auch nicht gerade überschäumend. Ein Tanzpartner, von dem man nicht weiß, ob er es überhaupt noch in den nächsten Bundestag schafft, hat halt ein gewisses Attraktivitätsdefizit. Aus Berlin, Klaus Brodbeck. Antreten zum Zurückrudern, womit er gestern Schlagzeilen machte, das versucht der FDP-Generalsekretär heute einzuordnen, zu relativieren. Tonlage, alles nicht so gemeint. Das, was ich gesagt habe, bezog sich auf die wirtschaftspolitische Entwicklung im Land und die politischen Schnittmengen, die existieren. Ich habe keine Koalitionsaussagen gemacht oder sonst was, aber ich habe schon aus meiner Sicht deutlich gemacht, wo die politischen Schnittmengen aus meiner Sicht existieren. Das scheint die Strategie der FDP fortzusetzen, aufzufallen als Opposition in der Koalition. Konflikte und Debatten sind kalkuliert, ausgezahlt aber haben sie sich für die Liberalen bislang nicht. Weder in Umfragen noch bei Wahlen. Die Betroffenheit der Ampelpartner überschaubar. Haben Sie Sorge, dass die FDP den Fortbestand der Koalition scheitern lassen will? Nein. Weil es dafür wirklich keinen Anlass gibt, warum sollte eine Partei gerade aus dieser Koalition austreten? Die Themen dieser Tage, internationale Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, gesellschaftlicher Zusammenhalt, sollten jeden Akteur und jede Akteurin in der Ampel dazu bringen, die gesamte Arbeitszeit darauf zu verwenden, diese Probleme zu beheben und sich nicht in eine ferne Zukunft zu träumen, die man sich vielleicht schöner erhofft, als einem die Realität erscheint. Wenig Hoffnung macht auch die Union. Wenn wir sehen, dass die FDP praktisch bedroht ist von einem erneuten Aus im Deutschen Bundestag, dann werden wir auch dementsprechend die Wählerinnen und Wähler der FDP adressieren. Die Lage der FDP macht das dann nur noch prekärer. Die Europäische Kommission eröffnet ein Verfahren gegen TikTok. Unter anderem soll geprüft werden, ob die Online-Plattform gegen Jugendschutzauflagen verstößt. Bei jungen Leuten ist TikTok derzeit ja besonders erfolgreich. Zugleich ist die Plattform ein Tummelplatz für Populisten, Verschwörungsmythiker und die sogenannte neue Rechte geworden. Tatsächlich zeigt sich bei TikTok ein typisches Dilemma für politische Social-Media-Strategien. Zum einen wollten viele da lange Zeit gar nicht erst hin, weil es ein chinesisches Unternehmen ist. Zugleich gilt für TikTok, wie für andere Plattformen auch, die Algorithmen begünstigen das Laute und Provokante. Die AfD ist dort sehr viel präsenter als andere Parteien. Hagen Mikulas berichtet. Ende Januar. Der Landtag in Sachsen-Anhalt debattiert das Treffen von Rechtsextremen mit CDU- und AfD-Politikern bei Potsdam. Denn ein Teilnehmer war auch Ulrich Siegmund, Co-Chef der AfD-Fraktion. Erste Medienanfragen dazu lässt Siegmund damals zunächst Anwälte beantworten, präsentiert sich stattdessen auf seinem TikTok-Kanal als vermeintliches Kampagnenopfer. Geheimtreffen mit Neonazis. Für mich klingt das nach Geheimdienst. Was steckt dahinter? Warum ist das hier ein riesengroßes Lügenmärchen und was ist das Ziel dahinter? Siegmund folgen auf TikTok Hunderttausende. Einige Videos werden millionenfach gesehen. Warum er am Treffen teilnahm, erklärte er hier nicht. Diese Strategie sei exemplarisch für die digitale Kommunikation der AfD, sagt der Politikberater Johannes Hilje. Die AfD sei eine digitale Propagandapartei. Die AfD hat ein besonderes Verständnis von ihrer Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Raum. Sie erhebt den Anspruch, dass ihre Partei-PR den Journalismus nicht wie in einer demokratischen Öffentlichkeit üblich ergänzen soll, sondern sie soll ihn ersetzen. Und die Partei folge einem Plan. 2018 erklärt Alice Weidel, Fernziel sei, dass die Menschen irgendwann AfD statt ARD schauen. Heute haben die Partei und ihre Funktionäre auf Social-Media-Kanälen teils hohe Reichweiten, wie das Beispiel TikTok zeigt. Hier wurden Posts der AfD-Bundestagsfraktion zwischen Anfang 2022 und Ende 2023 im Schnitt 430.000 Nutzern angezeigt. Die Videos der anderen Parteien lagen weit darunter.
Die Bildungsforscherin Nina Kolleck sagt, Kinder und Jugendliche nutzten die kurzen emotionalen Videos auf TikTok auch, um sich politisch zu informieren. De facto sehen wir, dass ein ganz großer Anteil der Informationen, die bei TikTok gezeigt werden, Falschinformationen sind. Und was wir auch sehen ist, dann, wenn es gemeldet wird, man kann es ja melden, man sieht eine Falschinformation, meldet diese, dass viele dieser Videos trotzdem weiter gezeigt werden und dort nichts passiert. Auf Nachfrage verweist TikTok auf seine Community-Regeln, auch zum Umgang mit Falschinformationen. Von den 14- bis 19-Jährigen in Deutschland waren 2022 über die Hälfte bei TikTok aktiv, darunter die Erst- und Jungwähler. Und bei diesen erzielte die AfD in Bayern und Hessen zuletzt einen Stimmenzuwachs. Um neues Vertrauen zu schaffen, müsse die Politik soziale Netzwerke stärker zum Kampf gegen Falschnachrichten verpflichten, so Experten. Für einen demokratischeren digitalen Diskurs gibt es langfristig, glaube ich, nur den Weg über bessere Medienkompetenz bei den Bürgerinnen und Bürgern. Jeder muss sein eigener Chefredakteur auf den Digitalplattformen sein. Und kurzfristig müssen aber vor allem die demokratischen Kräfte und auch die etablierten Medien besser werden, um auf digitalen Plattformen Menschen zu erreichen. Man dürfe der AfD den digitalen Raum nicht überlassen, denn im Internet sei immer Wahlkampf. Zur Strategie der AfD in den sozialen Netzwerken und wie die Partei versucht, junge Menschen mit TikTok an sich zu binden, finden Sie in unserer App noch mehr Hintergründe. Und jetzt geht's bei dir noch mal weiter mit Wirtschaft. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs wurde Gas zur Mangelware. Doch das sei mittlerweile Vergangenheit, sagt nun das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und fordert, den Gasnotfallplan aufzuheben, Frank Bethmann. Und das ist nicht die einzige Forderung. Nein, die Energieexpertin des Hauses, Claudia Kempfert, hält auch für übertrieben, was die Bundesregierung da in Sachen Ausbau der Flüssiggasterminals plane. 2 bis 3 temporäre Terminals kann man nutzen, um die Versorgungssicherheit zu sichern. Aber jetzt werden dauerhafte Terminals gebaut. Das halten wir für völlig überdimensioniert. Besonders in der Kritik dabei das geplante LNG-Terminal auf Rügen, das es nicht zusätzlich zu den bereits bestehenden bräuchte. Diese Kritik will das Bundeswirtschaftsministerium so nicht stehen lassen. Auf ZDF-Anfrage verweist eine Pressesprecherin unter anderem auf die ausreichenden Sicherheitspuffer, die man bewusst will, und darauf, dass die schwimmenden zukünftig von den festen LNG-Terminals abgelöst werden. Insofern könnten diese nicht miteinander summiert werden, wie in der DIW-Studie angenommen. Auch würden alle festen Terminals so gebaut, dass sie von Anfang an künftig für die Wasserstoffversorgung in Deutschland genutzt werden könnten. Das Bundeswirtschaftsministerium weist das DIW da also deutlich in die Schranken. Vielen Dank, Frank, für deine Einschätzung. Wegen des Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals ist es schon am Abend zu zahlreichen Flugstreichungen gekommen, etwa am Drehkreuz Frankfurt. Die Bereiche Logistik und Technik legten bereits ab 20 Uhr ihre Arbeit nieder. Morgen ab 4 Uhr folgen die passagiernahen Bereiche. Dann sollen laut Lufthansa deutschlandweit 80-90% der Flüge ausfallen. Die Gewerkschaft Verdi will in den laufenden Tarifverhandlungen so den Druck erhöhen. Noch zum Sport. Die beiden deutschen Tischtennisteams sind ungeschlagen ins WM-Achtelfinale eingezogen. Die Frauen setzten sich mit 3:0 gegen die Slowakei durch. Und auch die Männer gewannen im südkoreanischen Busan mit 3:0 gegen England und schlossen damit die Vorrunde als Gruppenerster ab. Ein Sieg im Achtelfinale am Mittwoch wäre auch die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Im Dezember hatte die Deutsche Fußballliga ja entschieden, die Bundesliga für externe Investoren zu öffnen. Nicht alle Vereine waren davon überzeugt, die Fans erst recht nicht. Aber schließlich gab es eine Mehrheit für diesen Beschluss. Wer dachte, damit sei die Sache durch, hat sich allerdings getäuscht. Zum einen sind potenzielle Geschäftspartner abgesprungen. Zum anderen machen die Fans mobil. Allein an diesem Wochenende gab es so viele Protestaktionen in den Stadien, dass darüber fast genauso viel berichtet wurde wie über die Fußballspiele selbst. Hermann Falkisor berichtet. Die Fanseele kocht und verschafft sich Luft und Gehör mit Hilfe von Tennisbällen, Schokotalern, sauren Zitronen oder fliegenden Botschaften. Bundesliga am Rande des Abbruchs. Der Protest der Anhänger gegen einen geplanten Investorendeal der deutschen Fußballliga DFL wird lauter, Woche für Woche.
Es geht um einen Machtkampf. Und wir erleben gegenwärtig, dass die Deutungshoheit eindeutig bei den Fans liegt. Stein des Anstoßes, die Entscheidung der DFL über eine zu gründende Tochterfirma, den Verkauf von Medienrechten, vor allem im Ausland, neu zu organisieren und anzukurbeln. Dafür soll eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft rund 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Im Gegenzug kassiert der Investor 20 Jahre lang 8% der Einnahmen aus dem Mediengeschäft. Im Fokus die zunehmende Kommerzialisierung des Fußballs und schon lange gefürchtete Einflussnahme von Investoren. Vor allem das geheime Votum der 36 Profiklubs im vergangenen Dezember mit der knappstmöglichen Zweidrittelmehrheit stößt sauer auf. Womöglich hat der Geschäftsführer von Hannover 96, Martin Kind, entgegen der Weisung seines Vereins dafür gestimmt und den Deal so erst ermöglicht. Ich denke, dass der Prozess Fragen aufwirft. Ich hätte mir gewünscht, dass man hier klarer das Thema zu Ende bringt. Am Mittwoch, so ist zu hören, will die DFL angeblich über das weitere Vorgehen beraten. Ausgang ungewiss. Klar ist nur, der Ligaverband steht unter großem Erklärungsdruck. Und in den Vereinen bröckelt die Zustimmung. Ich persönlich bin der Meinung, dass man da schon was machen kann, aber da müssen sich natürlich alle einig sein. Weil wenn nichts passiert, dann befürchte ich eher, dass es weiter eskaliert, dass es dann vielleicht zu Spielabbrüchen kommt. Wie lange noch protestiert werden wird, das entscheidet letztlich die DFL. Es liegt an der DFL, auf die Proteste zu reagieren. Noch erscheint sie nebulös, die DFL-Antwort auf die drängende Zukunftsfrage. Wohin steuert die deutsche Fußballliga und nimmt sie die Fans dabei mit? Ja, das war's von uns. Weiter geht's gleich mit dem ZDF-Montagskino mit Mission Impossible. Und gegen 0.15 Uhr gibt's dann unser Heute-Journal-Update. Heute mit Nazan Gökdemir. Bis morgen, auf Wiedersehen. Tschüss. Guten Abend. Schon vor 2 Wochen gab es sie und jetzt drohen in Kalifornien gleich wieder sintflutartige Regenfälle. Ausgelöst durch den Ananas-Express, ein feuchter Transportball, 500 Kilometer breit, 2500 Kilometer lang, in etwa 1 bis 2,5 Kilometer Höhe über dem Pazifik. Sein Ausgangspunkt liegt in den Tropen, rund um Hawaii. Daher der Name Ananas-Express. Dieser atmosphärische Fluss strömt aus den Tropen in Richtung Westküste Nordamerikas. Trifft er dort auf die Küstengebirge, entlädt er sich. Es regnet tagelang, ohne Unterbrechung, viele hundert Liter pro Quadratmeter. Solche atmosphärischen Flüsse gibt es auch über den anderen Weltmeeren. Mitteleuropa treffen sie nur abgeschwächt, da die Iberische Halbinsel und die Britischen Inseln vorgelagert sind. Gleichwohl hat es ja in den letzten Wochen und Monaten bei uns sehr viel Regen gegeben. Allein jetzt im Februar kam zum Teil das Doppelte dessen runter, was wir im vieljährigen klimatologischen Mittel erwarten könnten. Und auch heute Nacht fällt Regen. Der zieht von West nach Ost über uns hinweg. Dann lockern die Wolken von Norden und von Westen her schon wieder auf. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad. Und morgen zieht der Regen der Nacht dann aus Deutschland raus. Dann wird es mal mehr, mal weniger stark bewölkt sein. Bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 13 Grad. Und am freundlichsten wird es am Oberrhein. Der Mittwoch wird ganz freundlich. Am Donnerstag wird es dann kräftig regnen. Und in der Nacht zu Freitag droht Sturm. Guten Abend.